Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Cardfight Vanguard Opening Video hier bei Gate to the Games. Und heute haben wir für euch das allererste Cardfight Vanguard G Start Deck, nämlich Odyssey of the Interspatial Dragon. Ein Deck, das den Gear Chronicle Clan featured. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, denn ein Start Deck ist im Vergleich zu Trial Decks wesentlich günstiger, ist mehr auf Einsteiger ausgelegt, aber es hat trotzdem ein paar sehr nette Karten und wir wollen uns jetzt einfach mal anschauen, was wir hier drin haben. So, erstmal die Eckdaten. Hier steht alle Karten, das möchte ich nicht sehen. 52 Kartendeck, wie man es kennt. Starters Guide, Spielmatte und so weiter. Wir schauen uns an, was wir hier Schönes drin haben. Für Gear Chronicle Fans ist das natürlich immer eine tolle Sache, aber wir schauen uns mal an, was das Deck sonst noch zu bieten hat. So, das geht ganz easy auf, nicht so wie manch andere Sachen. So, da kommen wir später zu. Hier haben wir jetzt die einen Code. Hier, guckt euch den Code an. Was macht dieser Code? Online Card Game. Ah, da kann man sich eine Promokarte mitholen. Und zwar Interdimensional Dragon Lost Age Dragon. Könnt ihr euch gerne anschauen und die Karte holen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Kann man wahrscheinlich nur einmal einlösen. So, dann haben wir hier jetzt einen Starters Guide. Der ist für uns jetzt nicht so interessant. Und dann hier natürlich noch die Spielmatten, beziehungsweise Spielunterlagen wahrscheinlich eher. Und ja, jetzt kommen wir zu dem, was uns so wirklich interessiert, nämlich welche Karten sind im Deck drin. Und jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden, wie ich das hier am besten aufkriege. Aha, da haben wir ja einen Anfang. Sehr gut. Zack. Zack. Das Odyssey of the Interspatial Dragon Startdeck, enthält als erste Karte, den Thunderbolt Shockwave Colossus. Eine Holo-Karte. Sieht mir aus wie eine Double Rare oder eine Triple Rare. Nein, eine Triple Rare. So. Dann haben wir die gleiche Karte nochmal als Common. Haben hier den Divergence Dragon noch als Holo und auch als normale Karte. Viermal insgesamt. Fate Wheel Dragon. Auch viermal insgesamt. Hier haben wir den Smoke Gear Dragon, auch viermal. Den Twin Mazer Dragon, auch viermal. Für die Leute, die Cardfight Vanguard vielleicht noch nicht so oft gespielt haben und sich wundern, hä, warum sind die Karten da alle so oft drin? Für optimale Spielbarkeit sind Karten mehrfach vorhanden, denn man möchte natürlich in einem Deck die Karten ziehen, die man braucht. Und wenn man jetzt den Relic Master Dragon viermal braucht, okay, hier so zweimal, dann hat man ihn natürlich am besten so oft wie möglich im Deck. So, daher kommen hier die größeren Zahlen. So, hier haben wir erstmal den Relic Master Dragon zweimal, dann den Mazer Gear Dragon auch zweimal, Steamfighter Mesh He viermal, alles Gear Chronicle, wie es sich versteht, den Summit Crest Gear Wolf viermal, den Withdrawn Gear Raven viermal, Steam Scaragirl GG einmal, Time Place Draco Kid einmal, also ihr seht, hier sind auch Karten dabei, die man aus den Booster-Serien noch nicht kennt. Dann haben wir hier den Steam Battler Dedesic viermal und den Stomach Clock Gear Rabbit auch viermal, Steam Main Uluru auch viermal und den Lucky Pot Draco Kid auch viermal. So, das war das Odyssey of the Interspatial Dragon Startdeck, in dem wir zwei Karten nur einmal haben, die dann somit praktisch die seltensten Karten hier im Set sind, nämlich Steam Scaragirl Gigi und den Timepiece Draco Kid. Dann haben wir ein paar Karten nur doppelt, und zwar den Mazer Gear Dragon, den Relic Master Dragon und natürlich dann unsere beiden Holo-Karten, Divergence Dragon und Thunderbolt Shockwave Colossus. So, das war unser Startdeck. Was ist der Vorteil vom Startdeck? Nun, es ist wirklich sehr günstig im Vergleich zu anderen Trial Decks und natürlich auch zu Boostern und Displays. Also wenn ihr Gear Chronicle Karten sucht und ein Gear Chronicle Deck spielen möchtet, kauft euch auf jeden Fall das Interspatial Dragon Deck, denn da kriegt ihr sehr günstigen Nachschub für eure Gear Chronicle Decks, für euren Gear Chronicle Clan. So, das war unser Video zum neuen Cardfight Vanguard Startdeck, zum allerersten, das in Deutschland rausgekommen ist. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vergesst nicht, den Code einzulösen.
Wer es als erster geschafft hat, kann es gerne in die Beschreibung schreiben und sagen, juhu, ich war der Erste. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Kaffee-Advanced-Video. Es kommen ja demnächst wieder ein paar Artikel und hoffe, euch hat es gefallen und sage bis zum nächsten Video.